Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA. Wir leveln mit unserem Panda. Also eh noch ein bisschen mit dem guten Kung Fu Keks hier aus dem letzten Part geschrieben, ne? Richtig nice, wollen noch einen kleinen Screenshot machen. So hat Rich Helm ausgeblendet, ne? Gucken, ob die Haare sitzen. Sehr nice, feier ich, Boys. Es ist Gummertal. Wer seid ihr? Kennen wir uns? Ich glaube nicht. Die heißt mal nichts mit Akunda und weiß trotzdem nichts, ne? Das ist ja keine Seltenheit irgendwie. Voldun, die Wüste der Dementen, Alter. Läuft. Ah, Erinnerungslücke. Ja, dachte ich mir. In diesem Tal liegen die Erinnerungen von Akundas Anhängern. Okay, die meisten sollten wohl verloren bleiben, aber nur durch sie können wir erfahren, was mit Akunda passiert ist. Seht euch die Erinnerungen hier an, sucht nach Hinweisen darauf, was unserem Lord zugestoßen ist. Ich warne euch, das ist keine Aufgabe für Schwächlinge. Was man in diesen Erinnerungen erblickt, wird man nicht wieder los. Da muss ich am nächsten Part anknüpfen, das müsst ihr euch jetzt geben, Freunde. Wir sind in einem Tal, wo Leute bewusst, um neue Persönlichkeit zu werden unter Akunda, ihre schlimmen Erinnerungen gelagert haben. Und in die schauen wir jetzt rein. Das ist ja eigentlich das Tal, so, weiß ich nicht, wenn es ein Galileo Big Picture wäre, dann wäre es die Nummer 1 von Sachen, die man einfach nicht sehen will. Dann wäre das jetzt dieser Screenshot hier. Heilige Scheiße, zersplittert und zerbrochen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, sie sagt jetzt eine Illusion. Nein, sagt sie nicht. Okay, schade, aber natürlich, wir haben es schon von oben gesehen, als wir hergeritten sind. Irgendwas ist hier mit den Erinnerungen, mit den Erinnerungen nicht in Ordnung. Ich erinnere mich nicht mal mehr, wie meine Erinnerung ausspricht, Freunde. So, wir schauen mal, unerwünscht. Jacques Azette ist ein Verräter. Aber der König braucht Beweise. Bitte, Rakera, geht nicht. Sie werden euch umbringen. Ich muss, Kaya. Die Pflicht steht über allem. Oh, sie weint sogar. Ah, wow. Plus natürlich, wir dürfen nicht vergessen. Das war jetzt bestimmt so ein Mischding, weil sie auch vergessen wollte, wie ihre Freundin geweint hat. Aber, das ist eigentlich auch sad, oder? The fuck, warum? Aber natürlich hier der komische Akunda erhabene Prophetentyp, der sich wieder an der Macht bereichern will, was wir jetzt natürlich durchschauen konnten, auch in den letzten Parts, weil wir coole Panda-Detektive sind. Auch welche, die sie nicht selber loswerden wollten, sondern die der genutzt hat und geklaut hat, um sich quasi neue, willenlose Soldaten zu erschaffen oder so, ne? Oder Diener, whatever. Das ist nicht im Sinne dieses Loa, ne? Ganz klar. Also ich glaube, wir haben allgemein bei den Loa durchaus bisher gut berechenbare Vertreter, sag ich mal, ne? Also solche gechillten wie Kragwa, so, der will eigentlich nur fressen und sich fortpflanzen, ne? Wir haben solche, die schon räudig aussehen, ne? Wie Hirik oder Hirek, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, der Fledermaus-Loa, ne? Junge, nur Nasen mir erst viermal durchgequestet, ne? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Hirek haben wir früher zumindest immer gesagt, ne? Bevor ihr alle Trolle eine Voiceline mit ihm hatten. Und ne, der sieht ja von Anfang an schon räudig aus, so, ja, und es ist halt, die einzige gute Fledermaus ist Batman vermutlich, ne, insofern würde ich da auch immer aufpassen. Ja, oder Von Samdi, ich meine, ist ja Todesloa, ist klar, ja, da kannst du Faust lesen, da kannst du Death Note gucken, die Deale oder die Deals mit den Typen sind schwierig bis belastend, ne, insofern kann man das sich immer gut zurechtreiben. Auch die Echse, die ja eigentlich damit lockt, deine bösen Erinnerungen zu löschen, denke ich, ist jetzt nicht jemand, der sich dann hier ins Tal marschiert oder abgeht oder ziehen lässt oder tragen lässt, ne, und dann die Erinnerungen ausleckt aus den Ohren oder so, ne. Ich finde, das ist bisher alles ganz gut aufgebaut. Red ich mir zumindest ein. Eine Gazelle. Ah, wie toll. Sie trinkt. Schön. Wessen Erinnerung ist das jetzt? Von ihm. Okay. Okay, er pinkelt jetzt ins Wasser einfach, ne? Ja, fast. Ich hoffe, er pinkelt nicht ins Wasser. Das ging ziemlich schnell. Er hat das Wasser verseucht. Okay. Ziemlicher Assi-Move, ne? Die Gazelle, Junge. Die hat ihm vertraut. Das war eine verdammt gute Gazelle, Junge. Ja, und jetzt sowas. Meine Güte. So, hier kommt bestimmt wieder was Schönes rausgetropft. Jawohl. Ah, ja gut. Das ist jetzt auch so ein Gegenbeispiel für das, was ich gesagt habe. Ne? Anscheinend können die Erinnerungen dann, wenn man sie hier lagert, irgendwie doch auch zersplittern und sich manifestieren, wenn sie ganz brutal waren, ne? Muss man sich mal geben, ja. Wenn du irgendeinem Kriegsveteran oder so oder irgendeinem Sunny, einer meiner, was ist das, Großcousins, war auch mal im Irak tatsächlich als Sunny, Alter. Puh, der kam anders zurück, ne? Wenn ich mir da vorstelle, wenn du dadurch durch die Erinnerung gräbst, boy, also, holla, ne? Holla, holla. Grüße gehen an dieser Stelle wieder raus an alle Freunde der Serie Lie to Me, die ich jedem ans Herz legen kann, Freunde. Momentan so, ey, geht Walking Dead überhaupt weiter? Ich weiß nicht. Game of Thrones dauert noch und so, ne? Insofern alle Lie to Me gucken. Los, jetzt ist eine gute Serie. Come on, es ist wirklich so. So, Serientipp ist rausgehauen, Freunde. Wir machen die nächste Urne auf. Jawollo. Okay. Oh, okay, macht Sinn. Macht Sinn. Ich wundere mich, by the way, tatsächlich. Einfach so, weil ich das vergessen habe. Und nicht, weil ich bei bisherigen allen Playthroughs immer hier auch die Dinger geskippt habe, weil ich bisher nur zusammengelevelt habe oder so. Und natürlich nicht Let's Player, damit wir uns das alles nochmal zusammen angucken können und ich das auch selber in Ruhe sehe. Nö, das ist nur gespielt. Das ist overreacted, so.
Ich kenne das schon alles in- und auswendig, ne? Nee, tatsächlich habe ich teilweise, wo ich mir eingebildet habe, das noch oder schon aus der Beta zu kennen, habe ich sehr großzügig auch geskippt, ne? Auf jeden Fall, je nachdem, wo du auch anfängst, wenn dir noch ein Level am Ende in Voldun fehlt, machst du diese Quest hier, dann hast du einfach auch keinen Bock mehr und so, ne? Deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns das hier in Ruhe, nicht so in Ruhe, Freunde, nicht so in Ruhe wie Sexer Let's Play, ne? Aber doch zusammen nochmal ansehen können. Und er hat das vergiftet, die Gazelle ist gestorben und der Loa war anscheinend nicht mächtig genug zu merken, da liegt eine tote Gazelle im Wasser. Naja, ich trinke mal was, ne? Das ist natürlich blöd gelaufen. Der hat dann die Erinnerung ans deutsche Reinheitsgebot irgendwie vergessen und hier gelagert oder so, ne? Freunde, das hoffen wir, dass das nie passiert. Das hoffen wir wohl besser, dass das nie passiert, ne? Meine Güte. So, nächste. Dachte ich, ne? Dann kommen wieder so Gerüchte auf wie, ja, Sternburg. Sternburger, die kaufen doch die Reste von anderen Brauereien auf und kippen die dann zusammen und so. Heftig, Junge. Wo solche Gerüchte herkommen, ne? Meine Fresse. Das gibt's doch nicht. So. Freunde, letzte Urne, du greifst mich nicht an, oder? Du greifst mich nicht an, ich gehe in die Erinnerung, fick dich. So, die letzte. Ah, darum ist er so geschwächt, wegen dem Gift. Und da saugt dann aus. Natürlich die Frage, was war das jetzt denn für eine Erinnerung? Von wem? Oder hat er das schon vorher gemacht? Ja, da standen die Akolyten gar nicht mehr drumherum, ne? Oder noch nicht, besser gesagt. Er hat ihn dann da unten genommen und hochgeportet, whatever, und ihn direkt angefangen auszusaugen, die Missau. Ah, aber gut, wir haben auch unseren Geist geläutert. Akunda, er weiß, wir sind auf seiner Seite. Das heißt, er kann uns natürlich auch freiwillig seine Macht geben. Auch das können die Loa natürlich. Das haben wir gelernt, das werden wir hier lernen. Ja, liebe Ali-Only-Spieler, das werden wir hier gemeinsam lernen. Und ich habe es euch eben auch schon gesagt, insofern. Ja, lagert diese Erinnerung einfach hier im Tal. Ne? Toll. Willkommen. Erinnerungslücke. Ja, hier ist jeder willkommen, ne? Auch immer wieder, weil sie eh vergisst, wenn man Scheiße gebaut hat. Toll. Muss ich den jetzt echt unboxen? Muss ich? Nein. Ein komischer, scharfer Schnitt der Nazgul-Cosplay. I like. Das hatte ich befürchtet. Man hat dem Loa seine eigenen Erinnerungen genommen. Ach, das waren seine. Ah, okay. Ich dachte, das waren die verschiedensten, ne? Seine eigenen Erinnerungen. Okay, zumindest einige. 111, Freunde. Es geht voran, ne? Ibims, ein Power-Leveler. Junge, zersplittert und zerbrochen. Ihr habt das Richtige getan. Solche Erinnerungen haben in unserer Welt nichts zu suchen, dachte ich mir. So, Ring, Ding, 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 Dong. 210, ne, Ring schon, oder? Ja, come on, Epic. Doch nicht, aber Epic ziehen wir aus für den. Epic war gestern, du Spasti. So, Hai in der Vergangenheit. Das erklärt, warum der Loa so still ist. Akunda hat selbst vergessen, wer ist. Ah, okay. Okay, gut, das waren dann jetzt nur Beispielerinnerungen, weil da braucht es sicherlich ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ihr vergessen würdet, wer ihr seid, wenn irgendwie der gestrige Arbeitstag gelöscht ist oder so, ne? Vermutlich nicht. Es sei denn, ihr seid die deutscheste Arbeitsbiene der Welt, ne? Geht so schön in so einem gestreiften Overall zur Arbeit, nennt euch Biene Meier oder so und dann Attacke, ne? Das geht natürlich auch, aber das glaube ich nicht, Freunde. Irgendwer oder irgendwas muss seine Macht missbrauchen. Ja, wer könnte das sein? Ohne mit dem Loa zu sprechen, werden wir nicht wissen, wie man ihm helfen kann. Ich kann ein Ritual wirken, dass Akundas Verstand vielleicht heilt, aber das ist nicht ganz ohne Risiko. Ich werde mein Möglichstes tun, um Akunda das Geist zu heilen. Aber ihr müsst alle Erinnerungen in Schach halten, die sich dabei manifestieren können. Klar, bin Profi in Schachhalter, Junge. Ich war sogar mal in der Schach-AG, einen Tag, ne? Und dann habe ich festgestellt, dass ich nicht homosexuell bin. So, Freunde, nicer Sidestep von ihr gerade, ne? Geile Sache. Geile Sache. Sie läuft ganz gechillt. Ja, sie muss ich mental vorbereiten, ne? Wir sehen, hier sind eine Menge Urnen drin, hier sind auch eine Menge Risse drin. Die Copy-Pasted-Modelle vom Herz von Azeroth sind, wenn wir es irgendwie mal wieder Azeroth, Alter. Wenn wir es wieder mal heilen müssen oder so, ne? Eine Random Frost Orb. Wer bist du denn? Bist du nicht der Heini aus dem letzten Part, der mich hier mit diesem Ranishu-Käfer verarscht hat, du Keck? Du bist ja ein frecher Typ. Du bist ja frech. Wie heißt deine Gilde? Focus Gaming. Inaktiv. Er hat einfach den Rang inaktiv, Digga. Ey, du levelst hier gar nicht. Du bist fake, ne? Du bist fake, Digga. Du levelst hier eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt meinen CD für seinen Mob verbraucht. Ich glaube, das war seiner. Nein, es war unser. Ja. In unserem Tempel ist ein Verräter. Ich dachte, er hat mich wieder genatzt gerade. Er hat mich wieder seine Arbeit machen lassen. Aber nicht immer. Nicht immer. Wow, du Keck, Alter. Wer keine Sklaven hat, ist selber einer. So, Freunde. Ich bin der Sturm. Ja, ich brauche eure Hilfe, Birbine. Plus, wenn auch jeder Loa so eine Side-Fähigkeit hat. Ne? Das wäre ja auch krass. So, ich meine, er ist jetzt der Donner, er ist eine Sturmechse. Ja, da muss man jetzt nicht lange überlegen. Der wird nicht viel mit, weiß ich nicht, Smoothies machen. Ja? Insofern ist es krass, dass er noch die Zeitfähigkeit mit den Erinnerungen hat. Also dieses ganze Loa-Gedöns, nach wie vor viele Fragezeichen. Ne? Wo kommt die Macht her? Wie wird man wo in Loa und wilde Götterbezug? Und üff, Freunde. Einfach üff.
Na? Akunda, der Erhabene, ist nicht der, für den ihr ihn haltet. Er hat den ewigen Quell vergiftet, sodass alle, die davon tranken, krank wurden. Nicht einmal ich war gegen seine abscheuliche Alchemie immun. Nun entzieht ihr mir meine Macht und nutzt meine Gabe, um den Verstand all jener zu löschen, die ihn aufhalten könnten. Wir werden ihm den Erfolg verwehren. Ich werde euch das bisschen Macht geben, das mir bleibt. Ruft damit den Sturm und beendet den Wahnsinn, der meinen Tempel ergriffen hat. Machen wir. Alles cool, Akunda. Wir holen dich raus. Ich finde das ein ziemlich cooler Lore. Ich finde, das ist ziemlich cool. Also gut, als wäre Blitzeschleuder nicht cool genug, Tor lässt grüßen, ne? Aber finde ich schon ziemlich geil. Freunde, ich hoffe, das ist auch okay für euch, so mein Mischmasch in Sachen Vorlesen und nicht. Ne? Ich nehme ja einfach raus zu erkennen, wenn wer was wirklich Wichtiges oder Witziges. Wobei, das ist immer schwierig, ne? Da geht bestimmt ein bisschen was verloren. Aber zu sagen hat, das lese ich dann ein bisschen ausführlicher vor vom Questlog her. Aber wenn wir jetzt sowas haben wie, wir kommen an, wir durchblicken die Storyline und wir müssen da jetzt Knochen sammeln oder so, ne? Dann skippe ich nicht die 8 Texte durch, wo er uns erzählt, dass die Knochen von Geiern abgenagt werden oder so ein Kram, ne? Weil das können wir uns, glaube ich, denken und schenken. Ich hoffe, das ist okay für euch, so ein bisschen der Mix, wie gesagt, weil ich zumal ja auch stellenweise ein bisschen was nachzuholen habe oder das einfach nochmal auffrischen möchte, ne? Das ist ja ganz gut zu wissen oder parat zu haben. So, Freunde, wir reiten zurück und, ja, die Wachen geben gar keinen Fick, ne? Sie müssen ja vorne aufpassen, ja? Entfesselt den Sturm und stürzt den Usurpator. Fertig. Meine letzte Erinnerung an den Usurpator ist eigentlich, dass er auf der Wildschweinjagd gestorben ist, ne? Aber gut, das ist anscheinend sehr wandelbar. Das war jetzt der Magier, ne? Der hat sich hier hingeportet und den mit allen Hard-CDs schnell besiegt, ne? Meine Güte. Und hat ihm dann auch noch die untere Zahnreihe halb geklaut. Das ist aber nicht nett, Freunde. Ich sag mal, das ist wirklich nicht nett, aber es ist überraschenderweise der Akunda der Erhabene. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das hat man eigentlich nach seinen ersten 3 Sätzen schon gemerkt, aber irgendwie so ein bisschen doch schon. Ne? So ein bisschen doch schon. Wir sehen auch hier selbst der Tempel, ne? Mit dem wir uns immer ermächtigen können. Da fehlt auch das Logo. Hier ist ein bisschen geile goldene Grütze drin. Laufen die auf Azurit? Das sieht ein bisschen aus wie Azurit, ne? Oder wie so eine Männerklo-Toilette auf der Autobahnraststätte, wo die Spülung nicht mehr geht, Freunde, ne? Diese beiden Optionen haben wir auf jeden Fall. Oder aufgrund des blauen Randes, wie so ein Babyschwimmbecken, ne? So ein schönes Babyschwimmbecken im Hallenbad, Alter. Die Option haben wir. So, und da ist er auch wieder. Er denkt, boah, der labert in meinem Tempel. Hier schon wieder so viel Scheiße, die jeder allerdings genauestens kennt, ne? Den hau ich kaputt, Junge. So, pass auf. Zack, zack, kickt. Ach, nichts wird dir gehören. Er blitzt schon so ein bisschen, ne? Er kann das gar nicht kontrollieren, der Dulli. Wir kriegen Fluch des Erhabenen drauf. Was macht das? Unser Schattenschaden verringert unsere Werte, Junge. I don't give a damn. Ja, gönn dir die Energie und execute. So, wunderschön. Und er hat noch die Zähne drin. Toll. Akunda. Ja, da ist er. Wunderbar. Hörnchen. WB. Warum die da mitgemacht haben? Ja gut, weil sie oberster Priester war, weil sie Schiss hatten. Endlich frei. Ich danke euch, Champion. Ja, ich fände es voll geil, wenn sie da so eine richtig billige Google Translate Stimme drin haben, die dann versucht, unseren Namen zu sagen, ne? Ich danke euch, Urbine oder so. Richtig geil, Mann. So, Akunda. Ihr geht mit meiner Gabe gut um, Urbine. Nun, wo meine Macht zurück ist, kann ich die Geister meiner Kinder heilen. Das freut mich. 280. Schultern. Nice. Oh, das war jetzt der Heilungsflash, oder was, so wie so Man in Black mäßig. Segen von Akunda. Ihr habt euch meines Segens würdig erwiesen, Birbine. Wenn ihr mich nun als Loa erwählt, könnt ihr meine Macht nutzen, wann immer ihr sie braucht. Klickst den Schrein, dann vergisst, wer du bist, ne, GG. Haltet Zwiesprache an meinem Schrein, um mein Geschenk zu empfangen. Wisset, dass egal, wie ihr euch entscheiden mögt, ihr in diesen Mauern immer ein willkommener Gast sein werdet. Sehr schön. Und das meine ich, das finde ich auch cool. Er lässt uns jetzt die Wahl, ne? Er ist einfach jetzt nicht so, oh, ich bin ein gnädiger Gott oder so. Er sagt einfach, yo, hier, ich bin Akunda, wenn du Bock hast, gönnst dir meinen Segen, ne? Ich danke dir. Klar, ich meine, wir haben ihn jetzt auch gerettet. Das ist sicherlich auch maßgeblich dafür, aber ne, der ist jetzt nicht mal so konkurrenzdenkend. Konkurrieren, konkurrenzdenkend. Man kennt es ganz genau. Und sagt so, hier, nimm meinen Segen oder gar nicht und so. Ne? Das Einzige, wo wir wirklich richtig mega vor die Wahl gestellt werden, ist, wenn wir mit den Jüngern von denen unterwegs sind. Erinnert euch an Sulasan, die ersten Questreihe, wo wir uns zwischen Paku und Gonk entscheiden müssen. Zwischen dem Flugsaurier, diesem Terodax-Vieh und dem Raptor, ne? Das sind dann immer die Jünger. Den Loa scheint das halb egal zu sein. Also klar, die werden drauf stehen, die müssen auch angebetet werden, whatever. Aber, ne? Finde ich enorm cool. Also ich mag das hier. Ich bin gerade sehr froh, dass wir uns ein bisschen Zeit genommen haben bei den Quests, weil Akunda irgendwie schon. Also Lieblings-Loa bleibt von einem von Samni, das ist klar, aber schon safer Platz 2, oder? Cooler Typ. Wobei Rizan mit dem Bonus, dass er gestorben ist. Ah, schwierig, ne? Ich meine, das ist jetzt auch kein Major-Spoiler, ist der Boss in der Teilasa, da war jeder schon drin, ne? So, Freunde, wir klicken, holen uns Segen. Und der Segen, Angriffe und Heilung haben eine Chance, Lichtsturm auszulösen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 60 Sekunden auftreten. Verbreitet Lichtsturmenergie auf das Ziel, die auf alle Ziele in der Nähe überspringt und dabei Verbündete heilt und oder Gegnern Schaden zufügt.
Das ist natürlich sehr saftig und ich möchte nochmal darauf hinweisen, Freunde, ich habe das schon mal in einem Mad Moments Part gesagt, aber das sieht für mich aus, als hätte es ein Dreijähriger gemalt, ne? Das sieht für mich aus, als wäre es irgendeine Kindergartenzeichnung, Mann. Was ist mit den Trollen, ne? Ja, ich habe zwar meine Diener, aber die haben alle keine Hände, ne? Die müssen sich die Hände abhacken, weil die Hände erinnern sie an ihr Vorleben. Und dann müssen sie mit dem Mund erstmal mich zeichnen. Erinnert ein bisschen an diese South Park-Folge hier, ne? Wir machen jetzt Spaghetti-Bilder, ne? Macaroni-Bilder, ne? Großartig. Segen von Akunda. Falls ihr jemals meiner Gabe bedürft, teile Zwiesprache an einem Schrein, der mir zu Ehren errichtet wurde. Und ihr sollt meinen Segen empfangen. Ja, cooles Vieh. Kommt schnell. Rakera erinnert sich. Ja, noch besser. So, alles geklappt hier, ne? Mein Kopf. Kaya, seid ihr das? Ja, wir sind's. Sehr, sehr schön. Und auch in Sulasa selber, beim großen Siegel in unserer Hauptstadt, ne? Da haben wir auch so ziemlich alle Schreine von allen Loa. Also, das System an sich ist ziemlich offen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ne? Das ist doch mal Religionsfreiheit, Alter. Oder? Das ist mega cool. Ein klarer Kopf. Habt ihr Kaya hierher geführt? Ich habe ihr gesagt, dass sie mir nicht folgen soll. Es ist nicht sicher. Mein Verstand ist noch wie benebelt, aber die Erinnerung kehrt langsam zurück. Jacques Rassette, die Waffe. Kommt, wir gehen an die frische Luft. Ich werde euch erzählen, was ich entdeckt habe. Alles klar. Let's go. Wie ich mir dachte. General Jacques Rassette hat Truppen in der Wüste. Und der König weiß nichts davon. Der weiß relativ wenig, ne? Wir suchen die Wüste nach einer Waffe, die die Stadt zerstören kann. Und töten jeden in ihrem Weg. Wieso geht ihr schneller als ich? Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Oder wo sie ist. Aber gut kann das nicht sein, wenn Jacques Rassette sie vom König verheimlicht. Ja. Kopf ab. Wir müssen die Waffe finden, bevor Jacques Rassette sie in die Finger kriegt. Hallo, ich kann Treppen nicht so schnell runtergehen. Ich habe kurze Beine. Mann, die Zanalari, warum gehen die schneller? Das ist aber nicht das erste Mal, ne? Blizzard, was ist da los? Blizzard, was ist da los? Meine Güte. So, Freunde. Schön. Sehr, sehr schöne Questreihe. Hat mir sehr gut gefallen hier, der Tempel. Es war richtig von Talanji, dem General, nicht zu trauen. Wenn er die Waffe findet, wird unsere Stadt fallen. Ja, und die werden wir finden. Überraschenderweise. Wir haben das Schicksal der Kriegswache. Läuft bei uns, ne? Voldunia, Attacke. So, warte, ich starte es nochmal neu, nicht, dass sie gleich weiterredet, ja. Wissen der Vergangenheit. Eine alte Freundin von mir ist freiwillig in die Sande gegangen, um das Wissen der Vergangenheit zu erforschen. Wenn wer diese Waffe finden kann, dann ist das Julvaba. Ich habe zuletzt gehört, dass sie in den Ruinen rund um die große Pyramide graben wollte. Eine alte Freundin von mir ist frei... Also immer wieder, weißt du, es geht von vorne los. Ich habe die Erinnerung sofort hier, wir haben den Segen, ne? Sofort die Erinnerung, sofort weg. Sobald ich hier bei drei klicke, wieder weg von vorne. Reis mit Meras Wagen, um nach Julvaba zu... Badabi, badabu und so, ne? Dubidam, dam und was weiß ich nicht alles. I'm blue und I don't know, ne? So, I'm blue und I don't know. Geil, wir haben ja erstmal unsere Azurit-Schultern. Ich finde, ist ein schöner Part, um den auch am Tempel entsprechend zu beenden und unser Transmog ein für alle Mal zu zerstören. Ich meine, die Schultern sind cool. Aber so wie das meiste sieht es am Panda, insbesondere mit meinem aktuellen Gear, einfach aus, als die hängen in der Luft, ne? Guck mal, die sind nicht mal richtig an unseren Schultern dran, Mann. Ach, naja, haben wir einen Bonus frei? Haben wir etwa? Zeig mal her hier. Ah, was haben wir denn schön? Oh, nichts. Gut. Ist toll, ne? Diese Vorfreude. Wie früher, wenn man Yu-Gi-Oh!-Karten geöffnet hat oder so. Oh, was haben wir denn? Oh, Kuribu. Ne? So nach dem Motto. Gut, Freunde, das war's hier beim Tempel. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock, weiter mit mir durch Voldun zu ziehen. Mit unseren beiden stylischen Skrillex-Fans hier. Und dann sehen wir uns in den nächsten Parts. Bis dahin, haut rein. Tschüss.